Hallo meine lieben Damen und Herren und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Force of Nature. Und ja, ich bin wieder zurück. Ich bin wieder da. Wie wunderbar. Ich habe wieder mal keinen Plan, was ich noch zu tun habe, weil wieder die letzte Aufnahme ein paar Tage her ist. Ich glaube, ich muss noch mal einen Huhn fangen. Genau, einen Huhn fangen und ein Cooking Table createn. Wie mache ich denn den Cooking Table überhaupt? Was brauche ich dafür? Das muss ich alles wieder nachgucken. Vielen Dank. Cooking Table, dafür brauchen wir Steine, Iron, Planks, Nägel und noch so komische Gefäße. Sehr interessant. Okay. Ach Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen soll. Achso, stimmt, warte mal. Wir sind gerade die Dings hier. Ja, Dings. Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Wir sind gerade die Fallen am Machen gewesen. Ich weiß nicht, ob die fertig sind. Ach, Quatsch. So, na, sind fast fertig. Na bitte. So, 15 Fallen. Genau. Um das Huhn zu fangen. Ich versuche jetzt nämlich nochmal das Huhn zu fangen. Das ist gerade für mich schon fast am wichtigsten. Moment, ich kann mal auch mal gerade noch hier. Kann ich mir mal gerade noch was Wasser hier nehmen. Damit sich das mal hier wieder füllt. Na. No. Okay, und dann gehe ich jetzt nämlich, wie gesagt, auf Hühnerjagd. Und hoffentlich fangen wir das dann auf. 25. Ja, Fallen, sag ich mal, haben wir. Uch. Sind die wieder gespawnt oder was hier? Na egal. Kloppen wir einmal kurz drauf und gut ist. Wir haben ja mittlerweile auch ein bisschen mehr HP jetzt schon bekommen, tatsächlich. Und deswegen können wir ja mittlerweile schon ein bisschen... What the fuck? Das werden ja immer mehr, beziehungsweise das sind immer mehr. Okay. Moment. Kill jetzt bitte auch noch schnell den. Danke. Moment, gehen wir auf die Map. Alter! Das sind alles Gegner, ne? Heilige Maria, Mutter Gottes, was ist denn hier los? Warum sind hier jetzt so viele gespawnt von denen? Das war ja damals noch nicht so. Oh ja. Okay. Gut. Den haben wir auch gekillt. Ich esse mal gerade einen Apfel. Der heilt mich ja wieder ein bisschen schneller. Und das ist super. So, Copper Coin. Komm her. Braver Troll oder Goblin. Okay. 2 Gold Coins schon wieder. Alter, wie viele sind denn das? Oh je, jetzt kommen wieder 2 auf uns zu. Okay. Gut. Machen wir zuerst den einen platt. Und dann so. Gut, jetzt haben wir noch ungefähr die Hälfte des Lebens, also unseres Lebens. Das heißt also, die sollten wir jetzt auch noch wegbekommen. Relativ gut sogar. Hoffe ich zumindest mal. Ja. Na, scheinbar wurden wir gerade auch noch von einem weiteren gesehen. Oder auch nicht. Ja, okay, der hat uns nicht gesehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Naja, dann nimm's halt. So, 5. Ich muss ja das Huhn, ich will ja das Huhn fangen. Da sehe ich schon den fucking Bären, beziehungsweise einen verdammten Bären. Triffst du jetzt mal bitte das Huhn? Ja, und das Huhn läuft natürlich genau in Richtung des Bären. Ja, da gehe ich nicht lang. Ganz eindeutig. Kann ich jetzt schon sagen, dass ich nicht zu dem Bären will. So, dann gucken wir mal. Irgendwie fühle ich mich hier gerade gar nicht wohl. Ich glaube, ich mache zuerst den Cooking Table. Das hat gerade keinen Zweck. Ich brauche Nahrung, vermutlich, um mich halt ordentlich hochheilen zu können. Und dafür brauche ich, gehe ich jetzt zumindest mal von aus, den Cooking Table. Also ich hoffe, dass ich mir dann da irgendwie, keine Ahnung, direkt ein Brot oder sowas backen kann und nicht noch wirklich Eier oder sowas dafür brauche. Da wäre ich jetzt nicht so geil drauf. Okay, wir brauchen 20 Steine. Ja, kloppen wir das dann hier. Moment. Ich guck mal gerade noch was nach.
wir Eisen, also ob wir auch Eisen brauchen. Ja, brauchen wir. Das heißt, wir kloppen hier die Steinchen noch weg. Also was heißt die Steine? Das Eisen und die Steine. Kloppen wir hier mal dann schnell aus dem Berg raus. Na super. Okay. Aber wenigstens schon mal ein paar Steine. Das ist schon mal gar nicht mal so übel. Und hier kommt jetzt hoffentlich noch genug Eisen raus. Das wäre ziemlich blöd, wenn nicht. Weil ich habe gerade keine Ahnung. Ich meine zwar, wir haben noch ein Eisenvorkommen gefunden gehabt. In einer der letzten Episoden. Aber ich bin mir halt nicht sicher, wo. Ah, da haben wir ein Eisenrohr. Deswegen müsste ich da erstmal gucken. Aber naja, wir schauen mal. Ich mach mal erstmal das Ding hier kaputt. Da kommt ja gerade auch ganz gut was raus an Eisen. Hat war jetzt zwar ein Stein, aber naja. Da kam, glaube ich, das war wieder Eisen. So, Stein. Das Tragische ist, gleich müsste der Stein kaputt gehen. Also der dicke. Das ist dann natürlich nicht so schön. Ich nehme mal gerade alles mit. Achso, nee, die Strawberries will ich auch gerade nicht mitnehmen. Irgendwas, was mir jetzt so... Ja, dann ist halt ein Apfel. Weil wir brauchen eh wieder ein bisschen AP. Können wir auch nochmal brauchen. Ja, was ist hier? Achso, was kriege ich eigentlich von der Kuh? Moment. Währenddessen können wir ja die Stamina ganz gut... ja, können wir ja ganz gut machen. Ich gebe dir einfach mal sowas. Und dadurch kriege ich dann zweimal Milch. Okay. Gut. Gut zu wissen. Oh, he needs some milk. Muss ich irgendwie gerade dran denken. Ja. Reicht das jetzt schon für drei, für drei weitere Eisendinger? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, da brauchen wir auch mindestens einen für. Naja. Den werden wir wohl noch bekommen. Ja, bekommen wir sogar. Relativ schnell. So. Ich gehe mal direkt hier hinten hin. Iron. Ja. Passt, ne? Aber nur für einen. Wovon haben wir denn zu wenig? Fünfmal Kohle. Brauchen wir. Alter, okay. Dann Moment. Habe ich hier noch Kohle irgendwie drin? Ne, natürlich nicht. Und für Kohle brauche ich Holz. Das hier brauche ich auch noch. Naja. Das können wir ganz gut machen. Oh, machen wir einfach 30. Okay. Aber ansonsten, wie gesagt, also außerhalb Kohle und natürlich dieses Glowing Amber brauchen wir, glaube ich. Dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Also was das Eisen angeht. Wie gesagt, Steine haben wir 16. 16 Stück. Da können wir noch was gebrauchen, aber da weiß ich ungefähr noch, wo das war. Das Zeug. So. Naja. Das müssen wir dann gleich noch holen. Ach Gott, jetzt ist wieder die Stamina so weit unten. Naja. Wir bekommen ja hier ganz gut was an Äpfeln raus gerade. Ja gut, dann esse ich mal noch eine Banane. Da hat ja keinen Zweck jetzt hier die ganze Zeit irgendwie zu warten oder sowas. Moment, kann ich hier nicht auch, das fällt mir gerade mal noch so nebenbei ein, kann ich hier nicht irgendwie auch Fackeln oder sowas machen? War das nicht möglich? Oder war das unter Dekoration? Ich meine, das habe ich nämlich letztens gesehen. Ja, hier eine Torch. Tatsächlich. Sollen wir einfach eine machen? Also, ich würde halt mal ganz gern wissen, wie viel Licht die so spendet. Ich stelle die jetzt einfach mal hier hin. Ich möchte einfach mal wissen, wie viel Licht die mir so spendet. Achso, schon fertig. Oh, nicht besonders viel. Naja. Aber ich kann... Achso, Quatsch. Ich muss ja auf den Move. Muss ich gehen. Nein. Nein. Okay. Einmal drehen.
Stell dir mal hier so in die Nähe meines Feldes. Ja. Damit ich hier auch meine Bäume sehe. Im Endeffekt. So. Dadurch haben wir jetzt auch wieder genug Stamina bekommen. Weil ich einfach schön viel Scheiße gelabert habe. Toll. Nee. Also mit der Stamina müssen wir uns echt noch was einfallen lassen. Also da hoffe ich, wie gesagt, dass ich gleich halt dann einfach mir hier beim Cooking Table, den ich ja wie gesagt gerade am Vorbereiten bin, dann mir einfach gleich schön was zu essen machen kann. So, die Milch kann ich nicht irgendwie trinken oder so. Okay. Also dass ich jetzt nicht noch direkt ein Ei oder so brauche. Das wäre gar nicht cool. So. Ich brauche jetzt hier noch 4 Steinchen raus eigentlich, ne? Ah, natürlich wieder ein Eisenblock. Oh, der kam aber gerade rausgeschossen, der Stein. Zähle ich als persönlichen Angriff. So. Na bitte. Ich glaube, damit haben wir alles fertig. Was Steine angeht. Holz und alles müssen wir noch echt uns reinhängen. Wie gesagt, ich hau jetzt hier einfach mal noch ein bisschen drauf. So, komm. Ich will das Ding kaputt machen, genau. Nee. So. So. Construction. 25 davon habe ich. So, Iron Dinger. Noch ein bisschen was machen. Dafür brauchen wir erstmal noch Kohle. Dafür müssen wir also hier in das Bonfire erstmal. Holen wir uns erstmal ein bisschen was raus. Rezepte: 5-mal Kohle. Select. Machen wir uns einfach mal 30 Kohle. Was? Das ist ein Sunflower Seeds. Oh cool, warte mal, die geben auch was dazu. Dann scheiß drauf. Ich fresse jetzt hier Sunflower Seeds. Oh, wie schnell das geht hier mit der Stamina. Perfekt. Mehr will ich doch nicht. Moment, was ist, wenn ich mir das auf 6 lege? Ah, cool. Super. Mehr will ich doch nicht. So, ich brauche Holz. Na? Noch ordentlich war dann Holz, glaube ich. So. Ich fäll mir jetzt einfach mal hier den Baum. Ich möchte mir so ein paar Apfelbäume einfach noch aufbewahren. Jetzt könnte ich auch sagen, natürlich mach mal hier ein bisschen wieder Weizen. So. Na, warte. Erstmal alles aufheben. Bitte, danke. Kann ich nicht repeat last? Okay, kann ich nicht. Dann muss ich das wieder hier überall auswählen. Also, doch, hier geht's. Achso, das waren, meinen die mit Last, okay. Ich glaube jetzt, naja, egal. So. Dann kloppen wir hier wieder ein bisschen drauf. Essen zwischendurch mal nochmal 1, 2 Sunflower Seeds. Na. So, damit es hier vorangeht. Im Endeffekt. Hier mache ich mir mal keinen Gang da hinten durch. Bin ich gerade nicht so heiß drauf zumindest. Haben wir hier schon mal ein bisschen Kohle. Natürlich noch nix. Können wir hier schon mal was machen? Also geht das? Nee, geht natürlich nicht. Na gut. Aber wenn ich mir hier kann ich mir ja was rausnehmen schon mal. Können wir einfach schon mal einen zumindest machen. Minimum. Ja, nee, doch nicht zum... Ah, nee. Ja, weil wir noch nicht genug Kohle haben. Okay. So, Moment, ich hole mir auch noch das Wasser aus meinem Brunnen. Damit der auch schon wieder direkt produzieren kann. Ja. Na gut. Hole ich mir hier hinten mal eine Tanne. Ich dachte, ich möchte hier nicht komplette Waldrodung halt betreiben. Also, weil ich nutze die Wälder ja so ein bisschen auch noch teilweise ja als Schutz, sag ich mal. Die sind ja ganz gut eigentlich als Schutz. So, das Weizen ist fertig gewachsen.
Das ist schon mal super. Das bringt uns auch schon mal ein bisschen wieder weiter. In Anführungsstrichen. Also vielleicht bringt es uns weiter, ich weiß es halt echt nicht. Haben wir denn noch genug Wasser, um jetzt direkt was anzupflanzen? Ja, haben wir noch. Dann machen wir das auch ganz schnell. So. So, alles aufheben. Repeat. 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 Und nochmal repeat. So. Gut. Wie viel Weizen haben wir jetzt? 53 Stück haben wir jetzt. Ah, das ist ja schon mal, beachtliche Menge. Wäre übertrieben. Aber ist nicht schlecht. Kann man eindeutig mit leben. So, wir haben hier ein bisschen Kohle wieder. Take all. So. Okay. So, was brauche ich denn? Was brauche ich denn noch alles? Ich brauche noch Bretter. Das weiß ich noch. Bretter und Nägel. Ich brauche noch 15 Nägel. Das heißt, ich brauche 2 Eisen mehr. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Okay, werden wir alles sehen. Werden wir alles sehen. Das ist okay. Ist schon okay. Moment. Ich brauche 15 Nägel. Die brauche ich so oder so. So. Okay. 15 Nägel werden schon mal gemacht. Beziehungsweise 20 in dem Fall halt jetzt. Was wollte ich gerade machen? Stimmt, Planken. Ich wollte nachgucken, wie viele Planken ich brauche. Wo ist es denn jetzt? Da, Cooking Table. So. Steine, Holzplanken brauchen wir 30. Und noch Jugs. 5 Stück. Jeweils, okay. Also erstmal ins Crafting hier. Holzplanken, 30 Stück. So. Passt. Passt und funktioniert auch. Gut, hier das Weizen ist fertig. Schon wieder. Dann pflanzen wir das mal wieder ab. So. Repeat. Na. Repeat. Repeat. Und ein letztes Mal. Upsala. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Okay, okay, okay. Dann schon nochmal hier zur Kohle. Und wieder nur 5. Was ist hiermit? Ah, das ist fast fertig. Dann lassen wir das da mal gerade noch drin. So. Und hier können wir direkt nochmal. Wie? Achso, Glowing Amber fehlt uns. Ach komm. Mach mal ein bisschen voran. Na bitte. Wirklich. Ach, da will ich dran. So. Okay. So, Moment. Wie viel Eisen Ingots brauche ich? Ich habe ein Eisen zu wenig, ne? Ich habe echt ein Eisen zu wenig. Das heißt, ich muss jetzt noch eine komplette neue Eisenquelle in Anführungsstrichen suchen. Oh je, oh je, oh je. Moment, also ich gucke jetzt erstmal, mache ich noch die Krüge. Mache ich mir hier noch drauf. 4x Clay brauche ich dafür. Das heißt, ich brauche 20 Clay. Ach, ist das ärgerlich. Oh Mann, Mann, Mann. So. Fällt mir noch was ein. Machen wir gleich. Ich hole mir jetzt hier erstmal meinen Clay raus. Und dann gucken wir gleich weiter. Sowas ist wirklich halt ärgerlich, weil jetzt fehlt uns echt ein Eisenstück. Fehlt mir jetzt. Mann. Man weiß halt jetzt gerade echt nicht genau, wo ich das Eisen gesehen habe. Also ich habe es jetzt gerade in Erinnerung, dass ich es irgendwo gesehen habe. Ich bin mir aber halt noch nicht mal sicher. Also und hier auf der Karte, glaube ich, können wir das auch nicht erkennen. Ganz einfach. Das macht mich gerade ein bisschen traurig.
Also es ist jetzt wirklich nicht nervig oder so, aber es wurmt mich etwas, dass halt ein Eisen zu wenig rausgekommen ist. So, stimmt, hier an das Bonfire muss ich ran. Ja. 5 Krüge können wir schon mal machen. Kohle nehmen wir auch schon mal. Dann können wir hier auch schon mal das, ja, letzte Eisen, wofür wir noch genug Ressourcen haben, können wir dann noch machen. Was natürlich nicht reicht. Leider Gottes, haben wir ja festgestellt. Die Nägel können wir auch einfach schon mal mitnehmen. Ja, und damit haben wir dann, ja, genug Nägel. Also wir sind jetzt im Endeffekt, sind wir fast fertig. Was natürlich auch noch fehlt, sind hier. Ah, die fehlen noch, aber dann sind wir jetzt nämlich, Quatsch. So, dann sind wir jetzt nämlich eigentlich, sind wir fertig. Außer halt jetzt noch dieser eine, dieses eine Eisenstückchen. Dieser eine Klumpen Eisen, den brauchen wir jetzt noch. So, ich laufe jetzt erstmal hier lang, weil irgendwie, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass es hier war. Ich würde jetzt aber halt nicht drauf wetten. So. Natürlich sind hier noch ganz viele Goblins. Wieder neu. Oh, jetzt sind es 3. Oh, verflixt. Oh, das hat mir Damage gegeben. Das hat mir... Wirklich. Das war nicht allzu cool. Na gut. Okay. So, die Krüge sind schon mal fertig. Das ist ein Hahn. Ich bezweifle halt mal, dass ich aus dem Hahn ein Ei rausbekomme. Oh Mann. Warum laufen diese Viecher mal beim ersten Mal weg? Oh, da ist ein Huhn. Und. Oh, fu. Direkt 3 Gegner. Oje. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Oh, das wird knapp. Oje. Oh Gott, das wird knapp, aber wir haben es. Wir haben es gepackt. Komm, essen Apfel. Und beruhig dich. Beruhig dich, Kollege. Esch noch einen Apfel. Zur Beruhigung. Esch noch einen Pfund Butter oben drauf. Die Krise. So. Okay. Ja, schön viele Goldcoins wenigstens. So. Jetzt bitte fang das Huhn ein. Ach, dann halt nicht. Ich lauf dem scheiß Huhn jetzt hinterher. Ich sehe nichts. Ich sehe halt einfach nichts. Ich sehe das Huhn halt nicht. Ich bin mir nicht sicher, wo ist das Huhn? Da ist das Huhn. Okay. Ah, ich muss weg. Was ist denn hier jetzt passiert? Okay, okay, ist okay. Ist okay, ich glaube, ich bin tot. Oh Gott, ey, so ein verdammtes Glück habe ich, ne? Jetzt erstmal den Pilz. Ich werde diese Hühner, glaube ich, niemals einfangen. Habe ich so das Gefühl zumindest. Naja. Hier ist ja voll das riesen Lehmfeld. Naja. Okay, gehen wir erstmal weiter. Schauen wir mal. Ich meine, ich lege mir die Dinger hier mal auf die 7. Meine Güte. Dann kann ich mich auch während einem Kampf hochheilen. So. Ja. Eisen ist hier nicht. Leider Gottes. Leider kein Eisen. Na, da passe ich nicht durch.
Sowas ist halt natürlich einfach ärgerlich, ne? Wenn man halt kein Eisen oder sowas bekommt. Ja, komm her. Noch ein Schlag und da geht er down. Ich esse aber trotzdem direkt nochmal einen Apfel hinterher. Ich brauche halt nur einen so einen Eisenblock, ne? Vielleicht da? Das wäre zumindest möglich. Ich gehe mal hier in die Richtung. Vielleicht komme ich da auch hin. Ach nein, ein Wildschwein. Oh Gott, das tötet mich schon wieder, ne? Oh Gott, hau einfach ab, du blödes Mistviech. Meine Güte. Meine Güte. Ich habe hier aber auch gerade teilweise echt einfach Glück. Habe ich so das Gefühl. So, jetzt aber. Oh, ich hab's. Ich hab's. Nein. Nein. Komm schon, heil dich, Kollege. Heil dich. Okay, hat gerade keinen Zweck. Ich muss draufkloppen. Ich bin tot. Oh Gott, ich hab noch ein Millimeterchen an Energie gehabt. Ey, ich krieg die Krise. Wenn mich jetzt irgendwas angreift, bin ich tot. Ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich hier irgendwas, was mir gut was an Essen, an HP wiedergibt. So direkt. Nein, leider nicht. Natürlich nicht. Nein! Alter! Lass mein scheiß Huhn in Ruhe. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was habe ich gerade für Pech? Hey. Chicken, komm mit. Komm mit, Chicken. Komm mit. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Und ich weiß jetzt schon, dass ich jetzt blöde Erdbeeren anpflanze, weil... Ist halt so. Die geben mir Happy... ich gehe in die falsche Richtung. Komm mit. Komm mit, Huhn. Hier lang. Hier, langsam lang, komm. Folge mir. Jetzt haben wir einen Huhn gefangen. Na? Dann brauchen wir Seeds und das, um ein Ei zu legen, okay. Mit tun. Ich hoffe, dass ich jetzt hier einfach direkt irgendwie nach Hause finde. Na, hier sind wir. Hier habe ich mich eben durchgeschlagen. Muss ich glaube ich hier lang. Ist das richtig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah ja, doch. Oder? Ja, ist richtig. Okay, super. Moment. Nee. Decoration, Torch. Ich mache mir jetzt mal einfach hier eine Torch hin, damit ich jetzt immer weiß, wo ich hin muss. Ah, na bitte. Wie gesagt, die sehe ich ja halt einfach. Aber jetzt brauchen wir mal noch, wie gesagt, jetzt brauchen wir Eisen. Das da könnte noch Eisen sein. Ja, gehen wir in der nächsten Folge hin, weil die Folge hier ist jetzt langsam mal sicher vorbei. Wir haben jetzt zwar unser Huhn hier, aber unsere Kuh ist weg, oder was? Nee, die steht nur am Strand. Mal einen schönen Strandspaziergang. Hier, warte hier. Beziehungsweise, du kriegst mal gerade sowas hier, dann kannst du mir ein Ei gleich legen.
Habe ich kein Problem mit. So, und währenddessen mache ich jetzt hier noch schnell das Weizen weg. Na, mach das Weizen weg, Kollege. So, dann machen wir jetzt hier nämlich auf die eine Seite. Machen wir Strawberries. Na, auf die eine Seite. Und auf die andere machen wir Strawberries. Ich hab gerade so viele, so viel Weizen eigentlich. Das sollte reichen. Okay. So, nimm das mit. Nimm das. Dann tue ich es mir halt so ins Inventar. Okay, und das hier nehmen wir auch noch mit. Super. Jetzt brauchen wir halt wirklich nur noch ein so ein Ding. Das ist so ärgerlich. Naja, okay. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Force of Nature. Und ja, bis dann. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss.